Servus die Mal und grüß euch die Buben. Wir haben etwas Schnee bei uns. Ist auch etwas kühl. Und nichts Besonderes vor heute. Also einfach nur ein bisschen querfeld ein durch die Botanik. Wieder mal an der Donau herunten, möchte ein bisschen durchstreunen. Bis zu den einen Bankerl, wo wir schon mal waren, öfters auch. Und dort werde ich mir ein Kaffeetscherl genießen, genehmigen. Habe ich heute fix fertig mit in der Thermos. Bin eigentlich zu faul für irgendwas zu machen und ich hoffe, ihr seid da ein bisschen dabei. Also in dem Sinn, gehen wir es einmal an. Ja, mal schauen, was uns alles begegnet. Ein paar spezielle Spuren sind da schon. Menschen. Ja, da gehen auch einige wahrscheinlich mit Hundeessern. Aber wir verlassen da jetzt gleich die Weg. Ja, muss ehrlich gesagt gestehen, ich hätte hier viel mehr Tierspuren erwartet. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ach, da hat aber schon wer was gesucht. Die ersten Rehspuren. Naja, das gibt es ja da noch. Es ist auch hier mucksmäuschenstill. Man hört nicht einmal einen Vogel. Nichts. Ja, und da habe ich jetzt was entdeckt. Das ist absolut kein Hunderl. Könnte auch ein Fuchs gewesen sein. Keine Ahnung, die Spuren von einem Fuchs kann ich nicht lesen. Wenn sich der bei mir nicht vorstellt und sagt, hallo, ich bin's der Fuchs, schaut schlecht aus für mich. Aber das schaut so richtig gigantisch aus, wenn das alles umfällt und so liegen bleibt. So da durchbelassen, das ist einfach nur geil, oder? Ist das geil? Mir taugt das. Ja, auf alle Fälle nähe ich mich hier dem Weg, den ich ja schon kenne. Geht es jetzt runter zu Donau, aber vorher zu meinem Bankerl, wo wir eine kleine Pause machen. Ja, stimmt. Wirklich extrem wenig Wasser hier herinnen. Da ist sogar schon alles zugefroren, klar stehend. Und da sehe ich, da ist wirklich fast kein Wasser mehr. Da ist das Bankerl, was ich mir immer zum Essen einverleibe. Ja, sehr wenig Wasser, sehr wenig. Da wird auf der Donau auch nicht mehr sein. Ja, ich überlege, soll ich mir es jetzt da gemütlich machen oder gehe ich runter zur Donau? Eins haben wir auf alle Fälle ein Problem. Der Schnee, der bleibt da unten kleben auf meine Schutzding. Das ist gigantisch. Ich glaube, ich mache noch ein paar Schritte, ich gehe auf Stützen. Ich glaube, ich kann mit denen entledigen, weil so viel liegt da jetzt sowieso nicht. Ja, ich habe jetzt meinen Gamaschen entledigt. So viel Schnee ist da nicht und das Geh ist wirklich unangenehm. Alle 10 Schritte muss das Zeug anklopfen. Ich glaube, ich brauche Gamaschen, wo das eine Drahtseil durchgeht. Meine haben so einen breiten Gürtel. Das ist ein Mist. Hatte ich aber vorher bis jetzt noch nie. Aber der Schnee ist so botzig. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, ich gehe zur Donau runter, schaue mich dort auf irgendein Plätzchen. Ja, wie man hier auch sehen kann, da gehen natürlich auch etliche Spaziergänger mit ihren Hunden und so. Klar, ist ja ein super Gebiet. Da geht es runter zur Donau und da sehe ich jetzt schon, da ist ja absolut kein Wasser. Das ist gigantisch. Da kann man fast auf die Insel rübergehen. Das schauen wir sich näher an. Ja, echt gewaltig. Da ist absolut kein Wasser. Da kann man ja richtig auf die Insel herübergehen. Ja, da ist alles gefroren. Ja, schauen
Waldstück vor. Ja, Freunde, ich stehe da jetzt wirklich vor der Insel. Das ist gigantisch. Das habe ich noch nie erlebt. Das verstehe ich überhaupt nicht. So wenig Wasser. Ja, Freunde, es ist, wie es ist, einfach gewaltig. Aber da ich nicht weiß, ob hier jetzt auch Vögel brüten, was ich zwar jetzt nicht glaube bei den Temperaturen, aber ich werde den Rückzug wieder antreten. Blumps. Und weg ist er. Geil mit den Luftblasen da drunter. Machen wir eine Wiederholung. Blumps. Und weg ist er. Wahnsinn, da fährt wirklich noch ein Schiff. Aber der ist komplett leer. Und da zischen noch zwei Reiher. Aber die wird die Action können wahrscheinlich nicht einfangen können. Ja, da schiebt er sich hinauf. Und ich bin im Augenblick auf meinem Platz angekommen. Ja, da schaut es immer noch so aus. Wie immer quasi. Ja, leider extremer Wind hier. Und der ist noch dazu verdammt kalt. Also, das ist nicht lustig. Da setze ich mich sicher nicht her. Weiter. Ja, und hier frische Spuren vom Biber. Der holt sich da wieder ein leckeres Bäumchen. Ja, da sind mir gerade die ersten Wanderer entgegengekommen und hier haben wir einmal so einen Unikat. Der hat sicher schon ein gewaltiges Alter auf sich. Wahnsinn. Ja, ich glaube, das Platzl muss ich mir jetzt einverleiben, weil sonst habe ich keine Chance mehr auf irgendwas. Dann kann ich meinen Kaffee schon wieder mit annehmen. Und das will ich aber auch nicht. Ja, ich habe mal schnell einen Schluckerl da hinten. Prost, diesmal wieder an meine anderen alten Krankensessel und alle anderen. Und auch die gesunden. Ich muss schnell trinken, sonst bin ich auch krank. Ah ja. Das geht halt ratzfatz weg. Und der nächste. Das ist ja schlimmer wie beim Kampf trinken. Ex. Ja, Freunde, bei den Temperaturen bin ich mir nicht sicher, ob das ein Genuss ist. Wenn der Wind nicht wäre, das ist eine Katastrophe. Der peitscht durch. Ja, Freunde, weiter geht's, sonst der Friere. Ja, und auch hier gleich direkt neben dem Weg haben die Schwarzkittel auf Futtersuche unterwegs. Die Grundasche um, bist du narrisch. Die geben Stoff. Gut. Auf der anderen Seite, wenn ich auf Futtersuche bin, bin ich ja nicht anders. Ja, da drüben quält sich der nächste Strom aufwärts. Bin da jetzt da herunten angekommen am Parkplatz, wo da der kleine Aussichtsturm da vorne ist und der Steg liegt schon fast im Trockenen. Es ist gewaltig. Wahnsinn, Wahnsinn. Uns haben sie das ganze Wasser gestohlen. Ja, die Aussichtswarte haben wir jetzt hinter uns gelassen. Jetzt bin ich wieder herunten angekommen am Parkplatz und auf der Straße. Wie man da sieht,
Ja, und da muss ich jetzt noch gute 3 Kilometer bis zum Auto gehen. Ja, das ist die Hütte mit den Gefallenen in den Donauauen von 1945. Und ich denke, die Jungs haben nichts dagegen, wenn ich hier noch mein Käfchen trinke und dann Schluck vielleicht noch auf die Jungs hier erhebe. Den widme ich den ganzen Gefallenen in den Donauen. Ihr hört es mir zwar nicht mehr, aber Prost. So, auf zum Auto. Ja, Freunde, ich bin an der Droschke wieder angekommen. Ich kann mich bei euch mal wie immer herzlich bedanken, dass ihr dabei wart. Heute hat es nicht viel Käfchen gegeben, nur fertiges quasi. Nichts Gepanschtes und Essen auch nicht, aber okay, das war halt auch so geplant. Ja, an diesem Ende möchte ich noch eine Frage stellen. Ihr werdet vielleicht bemerkt haben, da ich immer mehr in meinen Dialekt hineinkomme, wenn ich mit Hochdeutsch immer wieder aufwechsle, frage an die Gemeinde, stört euch das, wenn ich weiter normal rede? Gemischt, wollt ihr Hochdeutsch, dass ihr mich versteht? Ich habe kein Problem mit beiden. Ich kann das mischen, so oder so plaudern. Darum frage ich euch einmal, wie es euch gefällt. In dem Sinne sage ich mal wieder, danke fürs Zuschauen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Servus die Mauern und viert euch die Wurm.